Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen. Und ja, Benjamin ist aus dem College zurück. Die nächste Generation kann so mit quasi beginnen. Moment. Nee, Post haben wir nicht. Bevor ich jetzt hier so weitermachen möchte, also Egon, unser lieber Egon ist 82 und ich weiß nicht, ja, es sieht ja sehr knapp hier irgendwie aus. Und von daher weiß ich nicht, ob er noch diesen Tag eigentlich hat oder nicht. Lass mich mal gucken, wo ist er eigentlich? Er schläft. Und ja, Benjamin. Benjamin hat, also er ist jetzt vom College zurück und er hat hier ja die Stella Terrano in der Urne mitgenommen. Und ich bin echt gespannt, ob wir sie wieder erwecken können. Damit ich das machen kann, würde ich jetzt gerne unsere Servus entlassen, sozusagen. Sie dürfen jetzt ihr eigenes Leben leben, kann ich immer so sagen. So, neues Zuhause suchen, das mache ich mal direkt. Also damit beginne ich. Und unser Benjamin, der hat jetzt Kurzarm hier an. Wir haben übrigens hier... was macht denn das im Schnee? Wir haben übrigens hier noch eine Kuhpflanze. Ich weiß gar nicht, was genau wir damit machen. Genau, du gehst mal hier hin. Ich gucke erst mal, dass Nervus und Sarah quasi das Haus verlassen. Ist ganz nett gewesen mit den Servus. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, aber naja, ich sag mal so, zu der Familie gehört sie nicht wirklich, ja. Jetzt können die beiden Turteltauben ein eigenes Zuhause finden. Und falls sie noch was haben wollen, ja, Belinda kann immer noch einen neuen Servo machen für uns. Ich sag mal tschüss. Achso, unser Hund Alex übrigens, der ist auch schon Senior. Genau, Taxi kommt. Egon verliert auch ein bisschen irgendwas. Oh, er ist mit aufgestanden. Ich weiß tatsächlich nicht, ob er... nicht doch noch von uns gehen wird. Ich weiß es nicht. Naja. Oh, guck mal. Benjamin da hinten. Moment, wo ist er? Da. Mit Nepomuk. Genau. Wie alt ist Nepomuk nochmal? Ach Gott, der ist noch 12 Tage Teenager. Eigentlich, ihn wollte ich ja eigentlich nicht ins College schicken. So, ich würde gerne mal kurz hier hochgehen zum Draht der Hölle. Und dann versuchen wir mal unser Glück, dass wir Stella tatsächlich wieder hierher zurückholen. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwie gelb sein oder so. Und ich hoffe, dass auch er es machen kann. Ja. Laufen? Ah, da ist er. Da außen kommt er. So. Genau, ich habe es schon gesehen. Stellas Grab hier platzieren. Und dann den Sensemann anrufen. Wir stellen uns mal sie hier hin. Und drückt jetzt mal die Daumen. Oh nein! Okay. Lass mich nochmal ganz kurz überlegen. Ja, es geht nicht wahrscheinlich, weil sie nicht hier... Wer ist das? Wer ist denn... Wer zur Hölle ist Jonathan Lamberts? Warum könnten wir ihn... Ich verstehe es nicht. Okay, ich versuche es auch nochmal mit Kathi, dass sie vielleicht auch nochmal raufkommt. Was macht sie gerade? Irgendjemanden belehren? Hä? Ihr hattet ja, glaube ich, gesagt, ob da, also dass es im, auf dem College sein muss oder so. Aber dann müssten wir das damit aufs College nehmen. Und das Dumme ist jetzt tatsächlich, dass Nepomuk ja noch eine ganze Weile braucht, bis er auf dem College ist.
oder zum College geht. Ich meine, gut, wir können es tatsächlich abkürzen. Ja, dass ich das wieder mache, wenn er 5 Tage oder 6 Tage hat. Das wäre dann in Anführungszeichen in 6 Tagen. Das würde natürlich auch gehen. Tatsächlich. Oder ich mache noch ein was. Okay, dann versuchen wir eine Sache noch. Okay, Moment, wartet mal. Ich gehe mal zu ihm. Er darf auf jeden Fall auch noch mal den Job suchen. Eigentlich möchte er, glaube ich, was anderes, gell? Ich möchte ja Geheimdienstkarriere. Okay. Was war das? Oh, das ist geht gerade kaputt. Ich glaube, das geht gerade kaputt. Wartet mal. Ja, was war das gerade? Ich habe jetzt gerade irgendeinen Gedanken gehabt. Ach so. Dass wir den Noel. Okay, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Nicht verschieben. Das mache ich nicht. Ich mache ihn mal bei ihr rein. So, und dann rufen wir. Ach so, Moment, wartet noch mal ganz kurz. Ein was noch. Das hier machen wir nämlich auch, nehme ich mit rein. So. Und das ist noch etwas, was ich noch ausprobieren möchte. Ich rufe jetzt den, wie heißt er denn jetzt? Ich komme mit dem Namen auch schon durcheinander. Noel. Ich rufe den Noel an, werde dem Noel das Grab wieder mitgeben und auch den Draht zur Hölle. Und dann ist es ja genau dort, wo Stella gestorben ist. Beides. Und dann versuche ich mal, ob Noel da von dort aus anrufen kann. Das wäre jetzt nochmal eine Aktion. Was ist denn das eigentlich hier? Seht ihr das? Das ist was. Was ruht das hier in der Luft? Hä? Seltsam. Ach, das kommt vom Draht der Hölle, glaube ich, hier oben. Ja, das war ja hier irgendwie. Ich glaube schon. Genau, jetzt ist weg. Genau, also wir versuchen das einfach mal. Das wäre noch eine Option. Und ich gucke mal, ob ich mit ihm nochmal das Außergewöhnliche oder so machen kann, damit wir nochmal den Draht zur Hölle hier haben. Das fände ich nämlich auch ganz, ganz toll nochmal. Und dann kann er ja immer noch seinen Job machen. Das ist ja, sollte kein Ding sein. So, hier, wir müssen mal da was ausschalten. Guck mal, mach mal. Genau. Das Ding ist kaputt hier irgendwo. Wobei es eigentlich Belinda machen müsste. Oh, ihr ist übrigens auch kalt gewesen. Egal. So. Noel. Ich lade dich mal ein. Sie ist kalt. Wie alt bist du? 74. So, bin schon unterwegs. Genau, das ist ja super. Ah, was ist da los? Okay, wir müssen sie füttern. Fangen spielen. Bildung, die haben wir schon. Was ist denn das? Warum geht das nicht? Warte mal, füttern. So, nicht den Kuchen nehmen. Abenteuer. Mit einer Kerze drauf. Wie süß. Architektur, nein. Naturwissenschaft. Nee, Quatsch, das ist das, ne? Gucken wir mal weiter. Gesetzeshüter, nein. War aber auch nicht sein eigentlicher Job dabei. Also irgendwie schaffen wir das schon. Hallo Noel. Noel. Hier umarmen, freundschaftlich. Und dann darf die Kati. So. Also wir können natürlich auch mal ganz kurz mit ihm plaudern, ja. Und dann würde ich sagen, Geschenk geben. So. Das sollte nämlich funktionieren. Und dann versuchen wir es vom College aus nochmal mit ihm. Und ich hoffe, es geht dann. Ja. Weil das ist doch irgendwie, ist es doof. Ansonsten, eine Wunschlampe haben wir, glaube ich, in der Familie momentan keine. Aber da wäre immer noch hier, also die Möglichkeit, irgendwann, wisst ihr? So, Noel, komm, mach mal. Und ich würde tatsächlich eigentlich ganz schnell Noel gerne dann irgendwie auch hierher holen, ja. Ich weiß auch nicht. Er hat
hatte, glaube ich, noch ein paar Tage gehabt, ne? Aber vielleicht machen wir so einen Schnelldurchlauf dort irgendwie. Guck mal. Jetzt hört mal auf zu plaudern. Ich will gucken. Ja, jetzt bitte, komm. Gib ihm Geschenke. So, einmal das hier und einmal die Stella. Die kriegst du wieder mit. So, und ich hoffe. Ich hoffe, ja, nimm. Dass ich damit alles gut gemacht habe und damit jetzt du das vom College aus machen kannst. Das natürlich auch erst beim nächsten Mal, ja. Aber gut. So, jetzt haben wir erstmal Hunger. Jetzt müssen wir uns erstmal hier um die Familie kümmern. Oh, da ist übrigens was kaputt. Wartet mal, Bella. So, Bella, reparier das mal. Egon, der geht erstmal schlafen. Und irgendwas können wir vielleicht, guck mal, immer Reste holen. Und dich möchte ich eigentlich tatsächlich mal umziehen. So Outfits zusammenstellen, weil es ist Winter. 2 Tage noch. Und jetzt das Telefon. Nepomuk, wo bist du? Geh mal ans Telefon. Oh, der muss auch mal schlafen gehen. Oh, wir haben auch nur was Kurzarmliches. Aber so in die Richtung geht dann schon eher was. Was möchte er werden? Es CIA oder so ähnlich, ne? Irgendwas in die Richtung. Müssen wir mal gucken, was da so klamottentechnisch passen könnte. Weiß ich nicht. Ah, das könnte doch ganz gut. Auch so für den Winter und mal gucken, was haben wir noch drin? Brauchen wir da Krawatte und so? Ach Gott, süß, das könnten wir auch anziehen. Ah, wir könnten uns zum Servo machen. Oh mein Gott, nein, bloß nicht. Das ist auch wieder kurzarm. Nee, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, dann nimm das mal. Ja, irgendwann müssen wir auch mal einkaufen gehen. Oh, mehr haben wir nicht. So. Okay, Egon geht schlafen. Du gehst was essen. Sie repariert das jetzt erstmal. Kann ich Egon sprechen? Nein, der schläft jetzt gerade. So, dann nimmst du auch was zu essen und du nimmst dir auch noch was zu essen. Und Benjamin kann sich auch noch was zu essen holen. Ich glaube, da waren ziemlich einzelne Sachen drin. Und du gehst ins Bett, tatsächlich. Aber bitte in dein Bett. So. Okay, was ich jetzt noch wollte, ist eigentlich Benjamins Zimmer tatsächlich einrichten. Oh. Okay. Warte mal. Ah, das war nur. Ja, nimm dir mal das da noch raus. Okay, und das können wir danach wieder wegmachen, wenn ihr dann fertig seid mit dem Essen. Oh, Alex hätte übrigens vielleicht auch noch Hunger. Ich weiß nicht, aber. Er hat gerade nicht so wirklich. Na gut, es geht noch. Handrang wäre wichtiger oder dringender. Achso, das ist Noel bloß. Er ist im Bett. Okay, dann würde ich sagen, du gehst mal mit ihm spazieren. Und Belinda, wenn du fertig bist, dann kannst du mal den Napf füllen. Und du, wenn du fertig bist, kannst du das mal weglegen. So. Okay. So. Aber, wie gesagt, ich möchte gerne das Zimmer ein bisschen umgestalten, wobei ich das eine oder andere auch gerne drin lassen möchte. Ich glaube, ich habe ihm nichts mitgegeben, oder? Ich glaube nicht. Achso, wobei, wartet mal. Ein was mache ich, oder ja, mache ich immer ganz gerne, nämlich dieses Diplom. Rette das Schaf aus Schaffellimitat. Was? Also das mache ich eigentlich ganz gerne. So. Dass ich das mit aufhänge. Ach ja, hier war übrigens. Wobei, das müssen wir nicht in unserem Zimmer aufhängen. Wo kann ich denn das hinhängen? Da vielleicht. Oh ja. Das war quasi auf dem College unsere Essecke. Da hatte er mal ein Bild gemalt. So. Okay, jetzt schaue ich mal. Was brauchen wir denn? Ich meine, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Das wäre die Kollektion, warte mal, Gotik sogar. Und warum eigentlich nicht mal gucken, ob ich das in Weiß und Schwarz hinbekomme? Das würde ich jetzt mal verkaufen. Warum das nicht auch für Erwachsene, ja, möglich ist, sozusagen. Hier in Weiß. Und das in Weiß. Und einen Schreibtisch brauchen wir allerdings nicht hier oben. Weiß nicht, ob ich den hier behalte, ob ich tatsächlich sowas nehme. Mal gucken. Was haben wir? Wir haben doch einen Schrank. Genau, wir haben einen schönen großen Schrank. Den können wir zum Beispiel da hinstellen. Das sieht doch ganz gut aus. Wobei dann die Leuchte hier ja tatsächlich nicht mehr reinpasst. Wartet mal. So. Genau, dann machen wir das mal weg. Und dann muss ich doch wieder sagen, passt doch dann das hier in Weiß sehr gut. Dann können wir das nämlich wegmachen. Und das sind eigentlich nur Leuchten, ne? Also Armleuchter oder ja, von oben kommend. Ach genau, warum eigentlich nicht? Die können wir doch auch nehmen. Guck mal, die passt doch wunderbar. So. Und dann würde ich die nämlich wegmachen. So. Und. Das ist komisch. Irgendwie, das passt überhaupt gar nicht in diese Kollektion. Nö, passt für mich jetzt wirklich keiner wirklich rein. Was ich jetzt gerade noch mal schauen wollen würde. Also das hier. Und was haben wir denn? Nee, das passt nicht. Irgendwas Weißes? Das würde passen, oder? Das passt. Wunderbar. So, brauchen wir noch irgendwas? Schrank haben wir. Das können wir mal gucken. Vielleicht eine andere Farbe. Auch was, was irgendwie passender wäre. So richtig. Warte mal, vielleicht nehmen wir doch das da. Oder das. Mal das da. Ich habe ja immer noch den. Ach, guck mal. Das passt sogar auch fast ein bisschen besser. Das sind halt immer noch so ein paar Klamotten nach, warum auch nicht. Und dann haben wir die Vorhänge. Vielleicht auch mehr in diese Farbe. Und ich glaube, der Boden, den könnte ich so lassen. Aber nee, da würde ich. Wo ist denn das Schwarz hier? Ach, da guck mal. Genau, das nehmen wir. Boah, voll düster schwarz. Aber. Ah, guck mal, da hängt auch nochmal so das Teil. Das passt schon hier auch irgendwie noch rein. Das ist okay. Da könnten wir noch irgendwas hinstellen. Irgendwie so eine Kommode oder so. Aber ich glaube, ich habe jetzt. Keine, die hier passend ist, aber wartet mal. So, Moment, Komfort. Nee. Da. Tegen? Gibt es da eigentlich was, was so schwarz? Nee, das nicht. Ja, irgendwie sowas, was man nochmal so hinstellen könnte. Oder weiß, warte, das vielleicht könnte das nicht trotzdem passen, so das da. Ja, guck mal. So.
Finde ich gerade auch ein bisschen süß. So, genau. Wir können noch irgendwas hinstellen mit Blumen und so, habe ich auch gerade nämlich gedacht gehabt. Ich muss mal gucken, welche Blumen passen denn noch oben drauf. Gut, das da. Und dann irgendeine. Statue oder sowas. Da guck mal, wir können da sowas Bowling perfekt, also irgendwie sowas vorstellungsmäßig, ja, aus dem College zum Beispiel oder so. Keine Ahnung. Ja. So. Sieht auch eigentlich ganz nett aus. Vorhang passt nicht ganz so dazu oder das vielleicht. Aber so ein bisschen blau haben wir hier und da ja trotzdem. Sehr schön. Oh mein Gott, jetzt bin ich schon wieder so weit vor. Ja, also wir das nächste Mal. Dann muss Noelle jetzt quasi gehen. Und dann versuchen wir das mit der Stella dann nochmal das nächste Mal auf dem College. Ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und einen Daumen rum hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann erstmal bis zum nächsten Mal. Eure Sakinado. Ciao, ciao.